Und zwar die Problematik der negativen Kapitalbindung. Und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, das verspreche ich Ihnen. Ja, aus der ökonomischen Interpretation des internen Zinsfußes haben wir ja gelernt, dass der interne Zinsfuß die Effektivverzinsung des gebundenen Kapitals darstellt. Sie erinnern sich an unser Beispiel eben gerade, ja, wo wir eben immer auf ein Sparbuch angelegt haben. Es kann jedoch Konstellationen in einer Zahlungsreihe geben, die dazu führen, dass das gebundene Kapital negativ wird, was dazu führt, dass der ökonomische Aussagegehalt und gegebenenfalls auch der mathematische Aussagegehalt des internen Zinsfußes wertlos sind. Also hier wird es schon ein bisschen heftiger. Ja, die Problematik des negativen gebundenen Kapitals macht man sich am leichtesten anhand eines Beispiels klar. Machen wir hier auch wieder ein Beispiel. Ja, wir wollen von folgender Zahlungsreihe ausgehen. Minus 1000, 1210, minus 1111 und 1110. Ja, das ist unsere Zahlungsreihe. Und der interne Zinsfuß dieser Zahlungsreihe beträgt 11% und der Kalkulationszinssatz auf dem vollkommenen Kapitalmarkt soll 5% betragen. Ich frage hier mal kurz vorweg, wie viel Vorzeichenwechsel haben wir denn hier eigentlich? Ja, ich hoffe, Sie haben gezählt. Wir haben einmal Minus, gehen ins Plus, also ein Vorzeichenwechsel. Dann gehen wir wieder ins Minus, unseren zweiten Vorzeichenwechsel. Und dann gehen wir wieder ins Plus, unseren dritten Vorzeichenwechsel. Drei Vorzeichenwechsel. Wie viel interne Zinsfüße oder wie viele Nullstellen können wir denn haben? Diese Zahlungsreihe. Ich hoffe, Sie haben gesagt drei. Ja, drei ist schon mal richtig, also in Anzahl der Vorzeichenwechsel. Oder zwei weniger oder ein. Ja, entweder können wir drei positive interne Zinsfüße haben oder ein. Und wir haben in diesem Fall ein. Ja, also hier ergibt sich eben was sehr, sehr Schönes, dass wir trotz, dass wir Vorzeichenwechsel haben, eben einen internen Zinsfuß definitiv haben bei 11%. Ja, also das geht durchaus. Schauen wir weiter. Wir wollen uns die Kapitalbindung wieder anhand unseres Sparbuchbeispiels klar machen. Die angegebene Zahlungsreihe stellt wieder unser Verhalten dar. Das heißt, wir legen zuerst 1000 Euro auf unser Sparbuch. Ein Jahr später wollen wir 1210 Euro entnehmen und im darauffolgenden Jahr 2 wieder 1111 Euro einzahlen. Ja, denken Sie immer dran, Minus bedeutet ja Einzahlung auf unser Sparbuch, also im Grunde, was wir nicht mehr konsumieren können. Ja, und im Jahr 3 entnehmen wir dann eben wieder 1110 Euro. Und dann müssen wir wieder zum Ende auf Null kommen in unserem Sparbuch. Ganz, ganz wichtig. Ja, wir wollen ja das Ganze einmal abschließen. Es gilt wieder zu prüfen, ob unser Erspartes auch dann tatsächlich mit den angegebenen 11% verzinst wurde. Und das wollen wir jetzt einmal schauen. Jahr 0 ist immer am leichtesten. Wir legen also 1000 Euro auf unser Sparbuch an, welches mit 11% verzinst wird. Auf die 1000 Euro bekommen wir 11% Zinsen, also 110 Euro. Wir entnehmen jetzt aber 1210 Euro. Was haben wir denn gerade auf unserem Sparbuch? Wenn wir 110 Euro Zinsen kriegen und haben 1000 Euro eingelegt, kommen wir auf 1110 Euro. Wir entnehmen aber 1210 Euro. Was bedeutet das jetzt für den Wert unseres Sparbuchs? Wir kommen ins Negative. Ja, also wir haben minus 100 Euro auf unserem Sparbuch. Und hier tritt eben das Problem unserer negativen Kapitalbindung auf. Unser Sparbuch befindet sich im negativen Bereich. Wir nehmen aus der Perspektive des Sparbuchs einen Kredit in Anführungsstrichen von 100 Euro auf, den wir unbedingt mit 11% tilgen müssen, damit unsere Zahlungsreihe aufgeht. Das ist jetzt ganz wichtig. Wir würden am Ende nicht zu Null kommen, wenn wir jetzt plötzlich einen anderen Zinssatz unterstellen würden. Ja, wir müssen wirklich in jeder Periode unseren internen Zinsfuß unterstellen, damit wir auch tatsächlich auf Null am Ende kommen. Das heißt, wir nehmen jetzt einen Kredit zu 11% auf. Okay, machen wir das, schauen wir ins nächste Jahr. Auf die 100 Euro müssen wir also 11% Zinsen zahlen, also 11 Euro. Wir zahlen insgesamt 1111 Euro ein, wovon eben 11 Euro für unsere Zinszahlung sind und 100 Euro für unsere Tilgung. Wir waren ja 100 Euro im Minus, sodass unser Sparbuch dann eben noch 1000 Euro wert ist. Und wenn wir dann ins Jahr 3 gehen, auf die 1000 Euro, bekommen wir eben 11% Zinsen, also 110 Euro. Wir entnehmen 1110 Euro, sodass unser Sparbuch leer ist. Wuhu, hat funktioniert. Ja? Sehen Sie da irgendeine Problematik? Sieht doch gar nicht schlimm aus.
wenn wir negativ gebundenes Kapital haben, sagen wir halt einfach, okay, wir nehmen dazu einen Kredit auf. Achtung, von welchem Kapitalmarkt gehen wir denn aus? Wie heißt unser Kapitalmarkt? Unser Kapitalmarkt heißt vollkommener Kapitalmarkt. Und zu welchem Prozentsatz können wir dann Kapital aufnehmen? Nämlich nur zu 5%. Und jetzt hier Achtung, Schlussfolgerung. Eine Kreditaufnahme zu 11% ist unmöglich, ohne die Prämisse des vollkommenen Kapitalmarkts aufzuheben. Ja, also wir können ja nicht sagen, ich will das Kredit für 5% nicht, ich nehme 11%. Ansonsten geht meine Rechnung nicht auf. Das ist Quatsch. Das kann nicht sein. Ja, also unser Kalkulationszinssatz liegt bei 5% bei einem unterstellten vollkommenen Kapitalmarkt. Was bedeutet, dass eine Kreditaufnahme ausschließlich zu 5% stattfinden kann? Ja, wir rechnen ja selbst unseren Kapitalwert mit 5% Abzinsung aus. Also wir gehen ja immer davon aus, dass wir einen Kredit zu 5% aufnehmen können. Ja, also geht das hier nicht. Und in diesem Fall würde aber unsere Zahlungsreihe nicht mehr aufgehen. Wenn wir nur 5% unterstellen, dann hätten wir hier eben nur 5 Euro Zinsen zu zahlen und dann wird das nicht aufgehen, weil wir hätten hier einen Überschuss. Und dann, wenn unsere Zahlungsreihe nicht aufgeht, dann ist sie auch nicht mit 11% im Grunde verzinst und immer so weiter und immer so weiter. Wir können es auch nochmal aus der anderen Perspektive anschauen. Betrachten wir das Ganze aus der Perspektive eines Investors. So führt der Rückfluss in T gleich 1 zu einem Zahlungsüberschuss von 100 Euro. Das heißt, ich habe ja investiert 1000 und ich bekomme ja nur 11% auf die 1000 und mein Investitionsprojekt zahlt mir mehr aus, als ich investiert habe. Das heißt, ich bekomme plötzlich überschüssig 100 Euro zurück und die muss ich aber gleichzeitig wieder zu 11% anlegen. Das ist die sogenannte Wiederanlageprämisse, wovon der Herr Hering so gerne spricht. Ja, also ich muss ja jetzt diese 100 Euro, die ich als Überschuss bekommen habe, irgendwo zu 11% verzinsen können, was aber auf dem Kapitalmarkt nicht möglich ist, denn ich kann ja auch nur anlegen zu 5%. Im Grunde müsste ich ein anderes Investitionsprojekt haben, was auch 11% abwirft, was ja vollkommen unrealistisch ist. Und deswegen geht das Ganze hier bei negativer Kapitalbindung überhaupt nicht auf. Auf der einen Seite kann ich diesen Überschuss nicht anlegen, weil ich ja nur 5% am Kapitalmarkt bekomme. Aus der anderen Sichtweise kann ich aber auch keinen Kredit aufnehmen zu 11% und der Bank einfach mehr geben. Ja, das geht auch nicht, weil ich jedes Mal die Prämisse des vollkommenen Kapitalmarktes auflöse und das gilt es absolut abzulehnen. Ja, also wir können nicht an unserem vollkommenen Kapitalmarkt rütteln, sonst kommen wir in Teufelsküche. Also wir kommen hier im Grunde nicht weiter und es bedeutet für uns die ökonomische Interpretation des internen Zinsfußes als Effektivverzinsung des gebundenen Kapitals kann bei negativer Kapitalbindung nicht aufrechterhalten werden. Bei negativer Kapitalbindung ist der interne Zinsfuß als Renditekennzahl wertlos. Ganz wichtig, also hier bricht uns in dem Moment unsere ökonomische Interpretation vollkommen weg. Ja, also wir können eben nicht mehr sagen, der interne Zinsfuß ist unsere Renditekennzahl, wenn wir negative Kapitalbindung haben. Ganz, ganz wichtig. Merke allerdings, weist das Investitionsprojekt mehr als einen Vorzeichenwechsel auf, gilt es, die Kapitalbindung zu prüfen, denn es kann sich gegebenenfalls eine negative Kapitalbindung ergeben. Weist das Investitionsprojekt eine negative Kapitalbindung für den internen Zinsfuß auf, ist der interne Zinsfuß als Renditekennzahl wertlos. Ja, das bitte merken. Der interne Zinsfuß kann nicht mehr als Effektivverzinsung des gebundenen Kapitals interpretiert werden. So ein Mist aber auch. Ja, also hier kommen wir im Grunde nicht weiter. Das bitte unbedingt merken. Essentiell wichtig, wenn Sie danach gefragt werden in der Prüfung. Wir haben hier allerdings eine kleine Lösung. Eine Normalinvestition, also nur ein Vorzeichenwechsel, weist nie eine negative Kapitalbindung auf, weshalb bei einer Normalinvestition die Kapitalbindung nicht geprüft werden muss, da die Problematik nicht eintreten kann. Ganz wichtig, wir wollen das hier nicht mathematisch belegen, ja, das wird zu kompliziert werden, aber eine Normalinvestition hat keine negative Kapitalbindung. Das heißt, bei einer Normalinvestition tritt auch diese Problematik nicht auf.
Ja, aber immer davon ausgehen, sobald wir einen Vorzeichenwechsel haben, dann kommen wir in Teufelsküche bei eben einer Investition. Ja, tritt negative Kapitalbindung auf, so ist der interne Zinsfuß zwar als Renditekennzahl wertlos, ja, also unsere ökonomische Interpretation bricht weg, kann aber unter Umständen dennoch zur Investitionsentscheidung gegenüber der Unterlassensalternative genutzt werden. Für diese Prüfung existieren zwei CR-Fälle, um die kümmern wir uns wieder später, nicht jetzt. Ja, aber was sagt denn das jetzt aus? Naja, haben wir negative Kapitalbindung, bricht auf jeden Fall unsere ökonomische Interpretation in sich zusammen, also dass der interne Zinsfuß die Renditekennzahl unseres Investitionsprojekts ist oder die Effektivverzinsung des gebundenen Kapitals. Was sein kann, dass wir noch unter Umständen unsere mathematische Interpretation, also das Treffen der Investitionsentscheidung, ob es eben vorteilhaft gegenüber der Opportunität ist oder nicht, kann gegebenenfalls aufrechterhalten werden, trotz eben negativer Kapitalbindung, unter bestimmten Umständen. Das bitte auch merken. Ja, das passiert jetzt hier eben bei negativer Kapitalbindung.